Unsere Konzertreihe 3x6, drei Komponisten mit jeweils sechs Werken, muss ja leider entfallen. Geplant war, dass von Louis Vierne die sechs Sinfonien erklingen, von Johann Sebastian Bach die sechs Triosonaten und von Mendelssohn die sechs Sonaten. Über die erste Sinfonie von Vierne haben wir schon gesprochen beim ausgefallenen ersten Konzertabend. Heute wollen wir anschauen, wie sind die ersten Werke von Bach und von Mendelssohn. Beider Idee war, eine Orgelschule zu konzipieren. Und das Spannende ist, wie fangen Sie Ihre Orgelschule an? Das wollen wir uns heute anschauen. Das war der Beginn von Bachs erster Sonate. Ein spritziger, munterer Beginn. Wenn man schaut, was hinter dieser spritzigen Melodie liegt, kommt man auf etwas sehr Einfaches. Wenn ich die Akkorde analysiere, die hinter dieser Melodie stehen, komme ich auf dieses. Oder noch einfacher gespielt. Jeder, der ein Tasteninstrument lernt und ein bisschen in die Harmonielehre einsteigt, lernt diese Akkorde zu spielen, eine einfache Kadenz mit den Stufen 1, 4, 5, 1. Das sind die Akkorde, die auf den Stufen der Tonleiter entstehen, wenn man über jedem dieser Töne, der ersten, der vierten und der fünften Stufe, einen Dreiklang aufbaut. Etwas ganz Banales und etwas ganz Bekanntes. Wenn Bach jetzt aber aus dieser banalen Akkordfolge ein Thema formt, dann klingt es gar nicht mehr banal. Zunächst einmal wechseln sich die beiden Stimmen schön im Rhythmus ab. Pausiert die eine, spielt die andere. Und so scheint mir, dass Bach mit seinem ersten Stück seiner Orgelschule für seinen Sohn Wilhelm Friedemann zeigen wollte, schaut her, aus einer so einfachen Akkordfolge kann man so schöne Musik machen. Auch das Thema des letzten Satzes der ersten Sonate baut Bach aus dieser Akkordfolge auf. Wir erinnern uns, es war der Akkord, den wir die erste Stufe nennen, die vierte. Noch einmal die erste, die fünfte, die erste. Wieder etwas ganz Einfaches und total Bekanntes. Und wieder zeigt uns Bach, wie man aus so etwas ganz Einfachem und Bekannten ein tolles Musikthema machen kann. Was macht nun Mendelssohn mit dem ersten Satz seiner ersten Sonate, dem Beginn seiner Orgelschule? Es kommt mir so vor, als wollte Mendelssohn auch zeigen, schaut her, so komponiert man. Es kommt mir nämlich so vor, als wollte Mendelssohn diesen ersten Satz besonders kunstvoll ausgestalten. Wie macht er das? Indem er zwei Elemente mischt. Das erste Element ist das Element der Form Fuge. Es gibt ein Thema, das wandert durch verschiedene Stimmen. Ich zeige mal, wie das geht. Natürlich erklingt das nicht alleine, sondern wenn eine Stimme aufgehört hat und die nächste Stimme spielt das Fugenthema, spielt die erste Stimme weiter. Dann hört sich das Gleiche so an. Und so entwickelt Mendelssohn, wie es sich für einen Komponisten gehört, das Fugenthema weiter. Er kommt zu einem ersten Schluss und anstatt in der Fuge weiter zu komponieren, kommt ein Choral.
Und immer wenn ein kleiner Abschnitt des Chorals vorbei ist, kommt das Fugenthema. Hier am Schluss war das Fugenthema sogar umgekehrt. Alle Intervalle gehen auf einmal in eine andere Richtung. So kunstvoll baut Mendelssohn diesen ersten Satz auf. Mendelssohn hat ja seine Sonaten ungefähr 100 Jahre nach Bach geschrieben. Die spannende Frage wäre, wenn er das auch als Orgelschule anlegen wollte, wie Bach das gemacht hat, gibt es irgendeine musikalische Verbindung zwischen Bach und Mendelssohn? Und ich glaube, sie gibt es. Ich habe nämlich etwas entdeckt. In der ersten Mendelssohn-Sonate gibt es einen Satz, der nennt sich Rezitativ und beginnt so. In einer anderen Tonart beginnt Bach in der ersten Sonate seinen langsamen Satz so. Es handelt sich also um die gleichen Anfangstöne. Und vielleicht hat Mendelssohn das bewusst gemacht und ist sogar noch etwas weitergegangen. Denn in seinem Rezitativ sprechen auf einmal zwei Menschen zusammen. Wie wäre die Vorstellung, wenn Mendelssohn das bewusst zitiert hat, dass er sich an dieser Stelle mit Bach unterhält und die zwei sprechen nacheinander?